Die Folgeschaltung an unseren Quadrant ist etwas ganz Besonderes. Das heißt, Rotor und Rafferkupplung kommunizieren miteinander. Hat der Fahrer mit seiner Quadrant einen Fremdkörper aufgenommen und landet dieser im Rotor, so setzt die Rotorkupplung aus. Die Rafferkupplung bleibt aktiv und der Raffer wird leergeräumt. Der Fahrer muss nichts machen, außer dass er die Drehzahl reduziert, die Rotorkupplung kuppelt wieder ein und die Maschine ist wieder einsatzbereit. Sobald der Fahrer die Drehzahl reduziert, senkt sich automatisch der Schneidboden ab und der Fremdkörper kann nach hinten ausgegeben werden. Spricht die Rafferkupplung an, so stoppt auch sofort die Rotorkupplung, um nicht noch mehr Material in die Vorkammer hineinzubringen. Der Fahrer geht auch in diesem Fall von der Drehzahl herunter, der Schneidboden senkt sich wieder ab, der Fremdkörper kann nach unten ausgegeben werden, der Fahrer gibt wieder Gas und kann weiterpressen. Das Ganze ohne die Maschine zu verlassen. Dieses Arbeitsprinzip verfolgen wir bei Claas schon seit Quadrant 1200, also schon bereits seit 1988.